Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Wiki-Stammtisch. Heute zu Gast Nonemo aus Einsaal. Hallo Sebastian. Ja, weil wir hier beim Stammtisch sind, erstmal da drauf ein Prost. Prost. Wir sprechen heute über Kletzikon. Dann kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Was ist eigentlich Kletzikon? Kletzikon ist praktisch die Kinder-Wikipedia. Die haben der Michael Schulte und Zico van Dijk haben die ins Leben gerufen vor 2 Jahren, sondern 2014. Ich bin da nicht der Vollexperte, ich bin auch ziemlich neu dabei, aber ich will heute mal versuchen, ein bisschen was über das Kletzikon zu erzählen, was es da so gibt und wie das funktioniert. Es ist nämlich etwas anders wie in der normalen Wikipedia. Ja, du hattest dir ein paar Fragen aufgeschrieben, Sebastian. Ja, jetzt hast du erstmal schon 2 Fragen übersprungen. Ich habe 2 Fragen übersprungen. Ja, weil du die schon gesagt hast. Aha, dann würde ich erstmal sagen, ist ja Stammtisch, Prost. Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema. Wie bekommt man ein Benutzerkonto für Kletzikon? Ja, da geht man einfach auf die Seite vom Kletzikon. Findet man über diese Suchmaschinen, indem man einfach Lexikon mit einem K davor eingibt, also Kletzikon. Und dann kommt man auf die Seite und dort findet man Mitmachen-Seiten. Und da geht man dann auf Mitmachen, man da drauf und dann sieht man, meine Finger sind ein bisschen zu breit, so dass ich nicht den richtigen Link gedrückt habe. Also drücke ich nochmal Mitmachen. Ja, ja. Also ein Benutzerkonto bekommt man, indem man an den Michael Schulte eine E-Mail schreibt, kurz erklärt, warum man dort mitmachen möchte und ja, dann bekommt man da eine Antwort drauf. Ist wichtig, dass praktisch in dem, ja, man sollte so 10 Jahre alt sein und weil man ja noch nicht volljährig ist, müssen auch die Eltern damit einverstanden sein. Das heißt, die Erziehungsberechtigten müssen da zustimmen. Man sollte dann, wenn man schreibt hinterher, sollten die Eltern da so mal ein bisschen draufschauen, was man da so schreibt. Aber im Prinzip, so ab 10 Jahre ungefähr, kann da jeder mitmachen. Ja, fertig? Mhm. Und man sollte natürlich auch nicht, wenn man über irgendwas diskutiert, irgendwelche Schimpfwörter benutzen. Also ganz sachlich über dieses Thema reden. Genau, ja. Weil hinterher, wenn man jetzt so einen Artikel erstellt, es gibt hier Artikelwünsche. Ich gehe mal eben da drauf. So, es gibt aktuell 1475 Kletzikon-Einträge. Und wenn man auf Artikelwünsche geht, dann kann man dort alle Artikel sehen, die schon angefangen sind zu schreiben und auch die, wo noch gar keiner was geschrieben hat. Und zwar sind die dann in dieser Liste, die ist dann hier aufgeführt, alphabetisch von A bis Z und die sind farblich hinterlegt. Die blauen, dort wurde schon etwas zu geschrieben, wie zum Beispiel zu AC/DC oder zum Adler. Aber zum Beispiel zum Ägäisches Meer oder zum Akkordeon hat noch niemand was geschrieben. Und so kann man ganz gut sehen, wozu noch was geschrieben werden muss. Ist natürlich auch toll für Leute, die sich vielleicht mit irgendeinem Thema auskennen. Die können mal gucken. Einfach, man kann auch oben ins Alphabet gehen und sagen, ja, ich kenne mich gut aus mit dem Buchstaben N. Ich bin Arzt, Narkose gibt schon, Naturelemente wäre vielleicht was, wo ich drüber Ahnung habe. Also kann ich was über Naturelemente schreiben oder übers Nest oder übers Neue Testament. Ja, das ist praktisch die Liste, wo man alles findet. Jetzt bin ich ganz unten, irgendwie hier wieder hochkommen, ja, ein bisschen scrollen. Ja, dann kann ich erstmal noch eine Frage stellen. Ja. Wie sieht man denn, ob ein Thema schon geschrieben wurde? Die Artikel sind blau hinterlegt, beziehungsweise gibt es natürlich auch die Liste der Artikel, nämlich alle Kletzikon-Artikel. Da kann man draufgehen. Das ist dann auch wieder wie heißt es denn jetzt gerade? Also eine Liste. Wissensgebiete. Das ist nochmal was anderes, da kommen wir gleich zu.
praktisch, hier ist eine Liste von A bis Z wieder durchalphabetisiert und heute sind schon 1478 Artikel. Wir hatten gestern ja schon mal kurz gesprochen im Vorgespräch und da waren es noch 1475 Artikel. Also sind schon wieder 3 Artikel dazugekommen. Das ist ja super. So wie ich gehört habe, machen auch Schulklassen zum Beispiel bei solchen Sachen mit und lassen hier Artikel, schreiben Artikel für das Klexikon. Ja, und wenn man jetzt was Bestimmtes sucht, dann kann man auf der Startseite kann man das gut sehen. Gehe ich mal gerade drauf. Und zwar gibt es auch so Rubriken. Da hast du, glaube ich, gerade nachgefragt, ne, Sebastian? Ja. Also, es gibt so Kategorien wie zum Beispiel bekannte Leute, Erdkunde, Geschichte, Körper und Gesundheit, Sport und Spaß, Tiere und Natur, Berufe und Wirtschaft, Essen und Trinken, Glaube und Denken, Politik und Gesellschaft, Sprache und Kultur, Wissenschaft und Technik. Das sind so die Rubriken, wo wir Artikel suchen. Hatte ich vorhin gar nicht gesagt, die Artikel, die bisher gesucht sind, sind erstmal auf 2000 beschränkt, weil wir wollen uns erstmal auf die grundlegenden Sachen konzentrieren, bevor wir dann das Klexikon weiter ausbauen mit speziellen Artikeln zu irgendeinem Thema. Dass wir erstmal praktisch die Grundsachen haben. Ne? Okay. Dass wir praktisch ein Auto erklären und den Autoreifen vielleicht erst später. Der gehört ja auch zum Auto. Aber wir erklären erstmal, was ein Auto ist und an die Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ein Reifen. Also soll jetzt nur symbolisch sein. Sowas erklären wir dann später mal. Dankeschön, dass du mir jede Frage vorweg klaust. Mein Gott. Ja? Ja, aber darauf erstmal ein Prost. Prost. Das hast du ja schon gesagt. Mhm. Dann würde ich sagen, wir gucken uns mal kurz ein Artikel an und lesen euch den vor, wie der aussehen könnte. Mhm. Hast du irgendeinen Wunsch, was wir gucken sollen? Sport und Spaß. Sport und Spaß. Gehen wir mal drauf. Alle Seiten zu Sport und Spaß. Ja, wir wollten... Wir nehmen mal Fußball. Oder du hast gesagt, ich Fußball. Ich soll einen Artikel mal vorlesen, damit man mal hört, wie diese Artikel geschrieben sind gegenüber der großen Wikipedia. Ich fange einfach mal an hier. Fußball. Fußball ist eine Sportart, bei der zwei Mannschaften mit einem Ball spielen. Es ist eine der beliebtesten Sportarten der Welt. Ursprünglich kommt das Fußballspiel aus England. Im Laufe der Zeit hat Fußball seine heutigen Regeln bekommen. Für diesen Sport gibt es Fußballvereine, deren Mannschaften gegeneinander spielen. Alle 4 Jahre richtet der Weltverband FIFA eine Fußballweltmeisterschaft aus. Da trifft jeweils eine Mannschaft pro Land an. Fußball wird in einigen Ländern mehr von Männern gespielt, in anderen eher von Frauen. Wie geht das Spiel? Und jetzt geht es weiter so in dem Stil. Das sind nicht so... lange Texte, aber es sind eben die grundlegenden Sachen sind erstmal erklärt. Ja, damit auch die Kinder das sich merken können und nicht so wie bei Wikipedia tausende Seiten von einem Thema, was Fußball ist, und dann das nächste Thema und dann, das kann man sich ja nicht alles merken und deswegen wurde das ganz kurz gefasst, damit man das dann besser versteht. Genau, ja. Dann würde ich sagen, einmal kurz die Free Music. Jetzt etwas freie Musik. To me.
see in the sky, a drawing in the clouds, maybe shaped in the broken heart, who knows, but you know now, that all you ever try or do, won't change the beat of my mind, I'm on the highway without bounds. Sind wir auch schon wieder zurück von der freien Musik und dann machen wir weiter. Du hast mir was gesagt von einer Spendenaktion. Ach so, ja. Man kann Klexikon unterstützen, genauso wie die große Wikipedia. Ja, kommen bei diesem Projekt auch Kosten auf und man kann eben genauso hier spenden. Das findet man auch auf der Seite. Gerade oben ist jetzt um die Jahreszeit wieder so ein Banner eingeblendet. Da klickt man dann drauf und wird weitergeleitet und bekommt die Informationen, wohin man spenden kann. Ja, dann habe ich im Moment keine Fragen mehr. Mhm. Hast du noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Ja, also es werden immer Leute gesucht, die praktisch bei dem Klexikon-Projekt auch mitmachen. Einfach sich anmelden. Einen Artikel aussuchen. Es gibt also gegenüber der Wikipedia, wo man, da stehen ja schon so viele Sachen drin. Um da was Neues zu finden, muss man sich ja wirklich überlegen, was passt noch da rein. Das Problem hat man beim Klexikon nicht. Man geht einfach auf die Artikelwünsche, guckt, welche Artikel rot hinterlegt sind und wenn zu einem Artikel einem was einfällt, dann schreibt man einfach was dazu und es sind ja im Prinzip einfache Begriffe, die einfach nur erklärt werden müssen. Ja, mehr. Ach so, vielleicht sollte ich noch was zu dem Prozess erzählen, wie dann die Artikel freigegeben werden. Und zwar besteht der aus drei Teilen. Also wenn wir einen Artikel erstellen, wird er in der großen Wikipedia, wird auch diskutiert, ist der Artikel relevant und andere Sachen. Und hier ist es ähnlich. Wir haben hier einen Artikelwunsch, der geschrieben werden soll. Dann wird praktisch ein Entwurf gemacht. Dort können dann alle Leute reinschreiben. Und wenn dort drei Fürsprecher sind, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dann wird der Begriff veröffentlicht. Und dann kommt der Begriff raus, wenn drei Leute sagen, ja, jetzt ist hier genug geschrieben worden und dann kommt der Begriff raus. Ja, vielleicht kannst du nochmal, wenn du auf einem Wikipedia-Stammtisch bist, mal wieder und den Michael Schulte mal triffst, den nochmal interviewen, weil der kann dir bestimmt nochmal genauere Sachen übers Klexikon erzählen. Ja, dann hätte ich jetzt, mir ist noch eine Frage eingefallen. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel beim Fußball oder beim Schiedsrichter jetzt eine neue Regel dazukommt, wird die dann aufgeschrieben oder wird die dann gar nicht beachtet und nicht reingeschrieben? Da müssen wir jetzt mal gucken ich glaube, das ist ja das, was ich vorhin meinte. Wir haben zwar Fußball beschrieben, aber den Schiedsrichter,
weiß ich noch gar nicht, ob der überhaupt in der Liste mit dabei ist. Da gucken wir mal eben. Das war nur ein Beispiel. Ja, aber das geht dann wieder zu tief in die Materie hinein. Deshalb glaube ich nicht, dass das so detailliert beschrieben ist. Wenn der Schiedsrichter beschrieben ist, dann ist der Schiedsrichter eben beschrieben als Unparteiischer, der ein Spiel leitet und darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden. Weil ein Schiedsrichter muss ja nicht unbedingt vom Fußball sein. Das ist ja ein allgemeiner Begriff. Der kann ja auch zu irgendeiner anderen Sportart gehören. Tennis, American Football, Basketball. Leichtathletik. Gibt's auch Schiedsrichter beim Leichtathletik? Ja, na klar. Auch beim Touren. Ach so, die müssen gucken, ob... Kampfrichter heißen sie dann da, ja? So, jetzt habe ich hier Schiedsrichter... siehst du, über Schiedsrichter steht hier noch gar nicht. Kann ich nicht finden. Siehst du, das wäre zum Beispiel, könntest du jetzt einen Vorschlag machen, dass man Schiedsrichter als Artikelwunsch. Ja. Dann, ich glaube, mir fällt keine Frage mehr ein. Du willst auch nichts mehr sagen? Nö, mir fällt soweit auch nichts mehr ein. Ich bedanke mich, dass ich hier mal kurz über das Klexikon berichten durfte. In meiner recht jungen Klexikon-Karriere. Dann würde ich jetzt sagen, jetzt kommt der Abspann. Und dann sage ich jetzt schon mal tschüss. Ja, macht's gut. Tschüss. Danke. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Weilroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Weilroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.